Na komm, fall um. Genau deswegen gehe ich auf das scheiß Bein, damit er umfällt. Weil einem das so viel bringt, wenn der sich da einmal über den Boden kullert. Ich weiß nicht, ob ihr es schon mal gesehen habt, wenn Kratos umfällt. Das ist lächerlich. Das ist einfach nur lächerlich. Lächerlich, lächerlich, lächerlich. Und mir tut mein Nacken weh. Ich muss mal kurz die Position ändern. Ach, so. Ist nicht wesentlich besser, aber besser als gar nichts. Und jetzt... habt ihr schon mal so ein USB-Kabel gesehen? Für ein PSP, so ein zweigeteiltes, das benutze ich zum Aufnehmen. Da ist unten noch ein Ladekabel dran und das... berührt jetzt meinen Tisch. Bei dieser genialen Position, in der ich mich gerade hingesetzt habe. Das kann ich hier nicht nehmen, obwohl die bequem ist. Mann. Okay, was haben wir denn noch? Ah, vor Ort geliefert. Perfekt. Jetzt kann ich sterben. Darauf habe ich gewartet. Und Kälteffekt ist vorbei. Ich habe ihren Kopf angegriffen. Juhu. Ist der Bauch offen? Nein. Natürlich nicht. Das würde ja Fortschritt bedeuten. Nein, das können wir dem Sino doch nicht zumuten. Jetzt kommt er auf so eine Idee. Ach, hier ist der Schweif noch dran. Na, komm mal her. Das müssen wir ändern. Steht so im Vertrag. Schneide jeden Schwanz ab, den du siehst. Jeden Schwanz, den du siehst. Ja, Toni und ich haben das schon hinter uns. Jetzt sind die Kraven dran. Wenn sie mich mal lassen würden. Ist auch so, bei Kravios kann man den Schweif, außer wenn er sich dreht, eigentlich immer angreifen. Allerdings ist der dann halt irgendwann weg und dann kann man halt eben nicht mehr angreifen. Irgendwie ist Captain Obvious heute strong in me. Hey, dein Humpelt. Wir machen doch Fortschritte! My fucking God! Na genau. Na klar, natürlich, sicher, Digga, natürlich. Na gut, ich wollte ja hier hin. Das war ja von Anfang an mein Plan, deswegen habe ich mich dort in die Ecke begeben und wurde mehrmals von den Feuerstrahlen getroffen, die ich natürlich schon im Voraus erahnt hatte. Allerdings wollte ich nichts unternehmen, weil das wäre zu Bro gewesen und was weiß ich alles. Nee, das muss man nicht machen. Man muss nicht ausweichen, wenn da so ein Feuerstrahl kommt und man zurück ins Lager will. Das wäre doch reine Ausdauerverschwendung, die wir jetzt übrigens wieder voll haben. Worüber ich verdammt froh bin. Und jetzt eigentlich Farbbeutel drin? Ja, sehr gut. Das heißt, ich muss ihn nur noch einmal wiederfinden und dann kann ich sie im Auge behalten. Herr Doktor, ich hab da was im Auge. Nee, warte. Doch, ich behalte sich drin. Warte. Na, scheiß drauf. Wortspiel verkackt. Meine Fresse. Kann doch nicht alles funktionieren. Das kann halt eben auch nur nicht funktionieren. Bei mir auch. Mann. Ah, ich sag doch, es wäre nicht so mein Tag. Hitzeverträglichkeit erhöht. Mein Gott, hätte ich fast nicht gedacht bei dem Kaltgetränk. Okay, ich hoffe mal, dass sie immer noch dort sind, wo sie sind. Dort sind, wo sie waren. Ist besser. Damit ich jetzt nicht das Psychoserum verschwenden muss. Weil das wäre echt schade, um das Psychoserum. So, hier ist Nummer Uno. Schrei! Ja. Du bist so ein netter, kleiner Haufen Scheißdreck. Ja, humple weg, meine Güte. Und hau den anderen am besten währenddessen noch gleich mit um. Apropos der andere. Komm mal ran auf den Meter. Dann wirst du mal gebodypainted. Bam. So. Jetzt schnappe ich mir Numero Großstick. Ganz ruhig. Just chill. Nein! Gott! Jetzt nicht in der Lava bekämpfen, weil... Ja, er ist in der Lava, da kann ich nicht laufen. Aber... Toni,
Dankeschön. Gravios? Dankeschön. Ist doch nett von euch, dass ihr genau das macht, was ihr machen sollt. In die nächste Lava springen, aber ist scheißegal. Die ist klein genug, hier komme ich ran. Oh, Mann! Du fliegst zurück, mein Gott, hier ist harter Stein. Und guckst ihn erstmal 5 Minuten an, ob der wirklich hart ist. Bin ich da gerade wirklich abgeprallt? Kann das sein? Wir müssen Sherlock Holmes fragen. Oder Galileo Mystery Team. Ich bin mir da nicht so sicher. Ja, und aufstehen und dabei das Schild halten kannst du auch nicht. Sind so Sachen, die man als Hunter eigentlich lernen müsste, bevor man sich hier im Kampf gegen sowas begibt. Mal gucken, wann welche Aktion am besten wäre. Getroffen. Jetzt fühle ich mich cool. Dass du endlich mal eine Reaktion gezeigt hast, die erkenntlich ist für jeden. Außer ich greife an und speie Feuer, weil ich's kann. Muhahaha. Platscher. Seht ihr mal, und da heißt es immer, Platscher macht keinen Schaden bei Pokémon. Da haben sich die Spielehersteller auch nicht vorher abgesprochen. Alter, ich hab doch Blocken gedrückt, was willst du denn noch von mir? Ich stand doch nur wirklich lange genug, da habe ich in die falsche Richtung geguckt. Sag ich doch, Hitboxen und Monster. Eine Sache, die nie übereinkommen wird. Zumindest hier in dem Spiel nicht. Hey! Okay, für alle, die gerade meinen Gedankengang nicht verfolgen konnten, warum ich jetzt so herzhaft lache, I get an arrow in the knee. Der hier got a sword in the knee. Fuck. Okay, ich sollte mal aus der Lava rauskommen. Ganz dezent. Na komm, jetzt heile dich. Kann nicht so lange dauern. Bin ich auch hier ausholen? Okay, ich kann hier ausholen. Das ist ja alles gut. Ich muss mich jetzt nicht in Todesgefahr begeben, nur um nichts zu bekommen. Das ist doch mal schön. Okay, der ist fertig. Hier habe ich auch schon. Schön, wie er hier bei seinem Schweif liegt. Er hat gleich was zu essen. Falls er lange auf dem Sticks warten muss. Also auf den Fahrer auf dem Sticks. Einen toten Überfahrer. Ich habe jetzt den Spitznamen vergessen. Fachbegriff ist doch alles dasselbe. Aber was soll's. Ich hoffe mal, dass die zwei großen Vorratsfassbomben ausreichen, um diesen Schreihals des Maul zu stopfen. Das wäre jetzt so mein Größtes, was ich mir wünsche. So, Nummer Uno, Nummer Duo, Nummer Duo und Tres, Schesthof. Boom, hat nicht ausgereicht. Der Schweif ist irgendwie ein bisschen zu hoch, ne? Also mit Langschwert wäre schon geil, da könnte ich den. Genau. Oh, meine Güte, Hitboxen. Learn to work. Ah ja, ich muss jetzt mal flamen, tut mir leid. Ab und zu darf ich doch auch mal sauer sein. Yeah, ich hab getroffen. Also, was ich eigentlich sagen wollte, mit Langschwert wäre bestimmt kein Problem, da oben mal anzukratzen und den damit abzumachen. Aber ich als kleiner Mann mit Nahkampfstachel. Jupp, der wär's denken. Wieso tue ich mir so eine Scheiße überhaupt an? Okay, ich muss nochmal schnauben, tut mir leid. Geht jetzt nicht anders. Alle weghören. Ich weiß, dass ich eh vergesse, das zu bearbeiten, also tut mir schon mal leid. Und Nachhinein? Tut mir verdammt leid im Nachhaus, dass die deutsche Sprache ich nicht mächtig sein. Epic Yoda-Style.
Oh mein, oh mein. Was ich eigentlich auch noch so mal sagen wollte. Ich habe mir mal Alligator angehört. Also vorhin. Und da das Lied Amnesie. Amnesia sozusagen. Und da ist mir im Refrain was aufgefallen. Also für all die es nicht kennt, der Refrain geht eigentlich so. Warte. Ich konzentriere mich gerade. Ist der? Nein, er hat mich kurz bemerkt. Okay, ich habe jetzt die Reihenfolge nicht mehr ganz im Kopf, aber einmal geht's los mit ich habe dich mit der Toilettenfrau vertauscht. Also an seinen Schatz sozusagen. Habe ich mit der Toilettenfrau vertauscht. Dann gab es noch ich habe deinen Schäferhund gegessen und verdaut. Und ich war zu deiner kleinen Schwester netter als erlaubt. Und da ist mir so beim drüber nachdenken über diese Zeilen aufgefallen, dass man bei einer leichten Vertauschung der Verben, Kavios, du bist böse, das Ganze noch wesentlich schlimmer machen kann. Und zwar erstmal die Klofrau. Wenn man zu der netter als erlaubt ist, weiß auch jeder, was gemeint ist. Ich bräuchte eigentlich mal einen ruhigen Moment, um sowas zu erzählen, aber ich suche mir halt eben immer die Falschen aus. Yay! Guck mal dort, der Kravius. Es ist hier langsam nicht mehr witzig. Also, zur Toilettenfrau ist man weiterhin, oder ist man jetzt netter als erlaubt, weil weiß auch jeder, was gemeint ist. Dann nehmen wir mal die kleine Schwester. Ja, die hat man nun mal gegessen und verdaut. Was auch schon ziemlich böse ist. Und nun bleibt nur noch ein was möglich. Ich habe dich mal wieder mit dem Schäferhund vertauscht. Und da hat man die Frau mal so richtig gedisst. Wollte ich nur mal so anmerken, dass man das auch so wesentlich geiler rüberbringen kann. Dem hat es scheinbar nicht so gefallen. Der fühlt sich jetzt beleidigt. Seine Frau hat auch letztens mit dem Schäferhund vertauscht. Tut mir leid, dass du dich jetzt angegriffen fühlst, aber es muss jetzt einfach mal raus. Gravios is trying to swim in lava. Yay, der hat noch nie Minecraft gespielt. Der weiß nicht, dass das nicht geht. Außer mit einer Feuerskorpionrüstung. Aber so eigentlich dürfte der jetzt schon tot sein. Der steht sogar auf der. Mein Gott! Alter, ich hab Jesus 2.0 gefunden. Der läuft über Lava. My fucking God. He is God Junior Junior. Cool. Also ich kann das ja auch in Monster Hunter nicht. Ich meine, ich hab's schon mal in Chivalry geschafft, aber in Monster Hunter, nee. Sozusagen ist er hier der Gott in Monster Hunter. Da können die ganzen legendären Typen überhaupt nichts dagegen anfangen. Da kann keiner über Lava laufen. Zumindest habe ich noch keinen über Lava laufen gesehen. Und mir fällt gerade zum fünften Mal auf, dass ich keine Items mehr habe. Und der eigentlich was tot sein. Müsst ihr euch nicht mehr auf, ich dachte, sterben. Oh fuck. Der geht doch bestimmt irgendwo schlafen, oder? Der pennt sich doch gern irgendwo mal aus. Aber da habe ich nicht vorhin Kräuter gefunden. In der 6. In der verfickten 6. Okay, Questinfo. Ja, ich darf auf jeden Fall. Oder? Steht hier irgendwo Belohnung? Ja, ich darf auf keinen Fall mehr sterben. Der humpelt schon. Das ist jetzt dezent schlecht. Ich darf nicht mehr getroffen werden. Muss noch ein paar Schläge machen, damit er tot ist. Aber darf nicht mehr getroffen werden. Fuck, ich hab kein Heilzeug mehr. Lava Säule des Gravios. Sag mir, was ich machen soll.
Okay. Ich sprech kein Feuersäulich. Tut mir leid. Ah, wo geht ein Gravias schlafen? Müsste doch theoretisch irgendwo mal machen, irgendwann. Gut, dann ich versuche zu den Kräutern zu kommen. Meine momentan einzige Hoffnung auf Rettung und Erlösung. Gravias immer im Blick behalten. Er darf mich nicht überraschen, ansonsten war's das. Okay, hier geht's lang. Toni! Marinade! Cat Attack! Rogue Cat Attack! Oh, wieso denn zu mir? Nimm doch Toni. Ich hau hier ab. Oh, mein Gott, ich bin weggekommen. Ist jetzt ein kleiner, ein klitzekleiner Umweg. Aber was soll's? Oh fuck, ich glaube nicht, dass ich das gerade wirklich mache. Vor dem Fliehen. Nadelbeeren, helfen mir nicht. Nichts gefunden. Yesiki! Okay, ich glaube, ich bringe demnächst mal Toni Heilflöte bei. Das sollte mir auf jeden Fall helfen. Und ich weiß nicht, was ich dafür verlernen sollte. Ich meine, Schockfalle ist recht geil. Der setzt manchmal bis zu drei in einen Kampf ein, was schon verdammt episch ist. Vor allem, genau, Toni, setz doch mal eine Schockfalle jetzt ein, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Das, weißt du, wie uns das helfen würde? Wir würden nicht mehr so abkacken. Ich könnte ordentlich angreifen, dann wäre er vielleicht sogar tot. Aber nee, du stehst da und guckst, wie ich fast hier verrecke. Du Zecke, nicht Nadelbeere, ich brauche Kraut, verdammt nochmal. Nein, keine Nadelbeere. Kann ich mit der irgendwas machen? Nee, ich glaube nicht. Ich bräuchte Blaupilze. Dann könnte ich mit Kraut auch noch was Ordentliches machen, aber so. Okay, hier gibt es nur Beeren. Tropische Beeren kann ich auch nicht essen. Also können schon, rein theoretisch, aber halt eben nicht in Monster Hunter. Und es würde uns auch überhaupt nichts bringen. Oder mir, weil ihr lacht euch bestimmt gerade einen ab, weil ich hier so faile. So typisch für mich. Okay, so sieht das Kraut aus, das Kraut gibt. Puh, eins. Heißt, ich könnte schon mal einen Schlag mehr überleben. Nein. Ah. Das Ende ist nah. I shall not pass. Hier ist auch noch was. Hier ist Kraut. Hier ist ein Adler. Ja, er bemerkt mich nicht. Hau ab, ich brauch. Wieso? Alter, das sieht genauso aus wie das andere. Warum gibt's hier kein Kraut, verfickt nochmal? Okay, defekt jetzt nach. Nein. Nein. Ich hab auch nicht mehr so viel Zeit da. Okay, aber gut, weg. Lass mal wegkumpeln. Meinte er. Rannte ihm hinterher und wurde vom Feuerball getroffen. Psycho sehr rum. Na gut. Es hat jetzt nicht allzu viel Sinn mehr, hier rumzurennen. Ich finde eh nichts. Gut, ich lasse die Arbeit jetzt mal Toni machen. Toni! Toni! To oh, 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 okay. Toni! 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 Und dann wurde ein Feuer auch getroffen. Was macht er? Was macht er? Was macht er? Auf den Schweif, auf den Schweif, auf den Schweif! Ja, abhauen, abhauen. Auf den Schweif, auf den Schweif, auf. Willst du mich verarschen, scheiß gerade erst auf mit mir zu spielen? Okay. Vollste Konzentration in der Haus. Der Roboter dreht sich gleich wieder um, macht einen Bodycheck. Das heißt, ich habe jetzt Zeit. Nein, nein, nein. So ein Wichser, Gravius, weißt du das? So ein verdammter Wichser. Ich hätte einfach Bogen nehmen sollen. Dann wäre ich nicht getroffen worden, alles wäre schön gewesen. Und was weiß ich nicht alles. Aber nein, ich muss hier mit Schild und Schwert rangehen, weil ich so ein schlauer Junge bin. So ein unglaublich schlauer Junge.
dass ich gleich vom Feuer getroffen werden würde, fast. Ja, das ist ein Spiel mit dem Feuer vom Feinsten. Da kann Guru Beku hier nichts dagegen sagen. Toni, schlag zu, anstatt weiterhin zu rennen. Du hast den Kopf doch direkt vor dir. Da. Okay, komm ran auf den Meter. Nicht so nah. Okay, mach noch mal, mach noch Feuer, mach Feuer. Das ist kein Feuer, Gravios. Das ist die falsche Richtung. Gut, ich gehe jetzt mal wirklich auf Nummer sicherst, weil ich will das Ding nicht verkacken. Ich habe jetzt fast 50 Minuten dafür gebraucht, den so weit zu kriegen. Da werde ich mich jetzt nicht seinen verdammten Gelüsten des Todes hingeben. Auch wenn es nur noch 10 Minuten sind, das kriege ich so hin. Da bin ich mir zu 0% sicher. Aber ist immer noch besser als gar nichts. Also komplett unsicher. Ah, Feuer, 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 Feuer. Ah, jetzt wird zusammen gezuckt. Seht ihr, seht ihr, seht ihr, wir machen Fortschritte, wir machen Fortschritte. Und er! Oh. Chill, Gravios, chill. Ich hab getroffen. Hätte ich nett für möglich gehalten. Ja, ja, ja. Zwei Schläge pro Stunde sollten das Ding ja auch platt machen. Toni, was machst du, wenn man dich mal braucht? Nein! Nein, 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 Toni, mach was! Nicht das. Nein, nicht dich vergraben, meine Güte, Toni, wir sind hier auf dem Kampf um Leben und Tod. Wobei Tod eindeutig mehr macht momentan. Lass mich in Ruhe! Alter, Gravios, es ist nicht mehr witzig, dass du hier von dir gibst. Yes! You fucking Berg! Oh, fick dich ins Knie! Oh, danke, Kraus! Danke, dass ich dich gefunden habe! Ohne dich wäre ich tot gewesen! Oh, Speedkill vom Feinsten! 7 Minuten 44 für 2 Gravien. Oh. Innerlicher Orgasmus. Mein Gott. Nur Orgasmus vom Feinsten. Danke, Toni, dass du so viel nichts gemacht hast. Ja, da jetzt kannst du nicht mal von der Bombe getroffen werden. Komm her, schnetze ich dich selber. Obwohl, vielleicht hätte ich es ohne dich nicht geschafft, aber mit dir auf jeden Fall auch nicht. Oh. Mann. Warum muss immer ich? Warum immer ich? Gravios Hörnstamm, genau den habe ich gebraucht. Oh. Mein Gott, hat sich ja wenigstens gelohnt. Ich brauche jetzt nur noch einen Radian-Rubin. Yay. Nur noch Radian Rubin. Dann kann ich Odyssey nochmal verbessern. Ja. Ist das nicht verdammt spaßig hier? Ich wusste doch, dass das ein dicker, fetter Nigger ist. Ein dicker Nigger. Wusste ich doch. Ah.